Also, Chatterino, gehen wir rein ins neue Jules-Video. Saftige 6 Minuten. Freut mich, dass bei dem Bre jetzt richtig gut läuft. Subs sind auf jeden Fall saftig angestiegen. Mein Cutter hatte ja die Videos hochgeladen, auf die wir reagiert haben. Kam auch sehr gut an bei euch. Auch viele in den Kommentaren kannten ihn schon und haben sich dann gefreut, dass er ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt, das Aufmerksamkeit ist jetzt ein bisschen mehr geworden als ein bisschen. Freut mich sehr. Guck mal rein ins neue Video von ihm. Bin 5 Tage zu spät dran, aber... Eile mit Weile, ne? Hey, Fremder, ich habe einen Quest für dich. Bring Obama bitte dieses Anime-Kissen. Ah, oh nein, ein riesiges 200.000 Tonnen Schiff versperrt die Durchfahrt. Du musst leider außenrum fahren, wo ganz viele Monster im Wasser sind. Oh nein. Am 23. März 2021 um exakt 7.40 Uhr strandete eines der größten Containerschiffe der Welt, die Ever Given, im Suezkanal und das komplett quer, sodass kein Schiff mehr vorbeifahren konnte. Und das in der wichtigsten Handelsroute der Welt, mitten in der ägyptischen Wüste. Und bis heute. Deshalb, Chat, waren auch meine Level-Up-Shaker erst so spät letztes Jahr verfügbar. Ah, voll Flashbang. Weil die auch. Ich glaube, die waren nicht auf dem Schiff, aber die waren auf einem Schiff, wo dann halt nicht vorbeifahren konnte. Heute gibt es keinen klaren Konsens darüber, was wirklich passiert ist. Doch erstmal hier ein kleiner Faktencheck. Der Kapitän hat, bevor er in den Suezkanal gefahren ist, aus unerklärlichen Gründen eine Route in Form eines riesigen Penises ins Meer gemalt. Fragwürdigen Penismanöver. Andere Schiffe konnten außerdem nicht vorbei und es entstand ein riesiger Schiffsstau vor dem Suezkanal. Inklusive ein Schiff mit 120.000 Schafen an Bord und somit konnte 12% des Welthandels nicht stattfinden. Die Alternative war einmal um Afrika herumzufahren, doch das dauerte zu lange und außerdem gab es dort eine Menge Piraten. Ach, heute Landratte, gib uns deine Schafe. Also moderne Piraten. Das Schiff musste also weg. Und jede einzelne Minute, die das Schiff dort festlag, kostete es dem Welthandel ungefähr 6 Millionen Dollar. Jede Minute. An Bord des Containerschiffs waren Möbel, Plastikartikel, eine Menge verrücktes Zeug aus... Plastikartikel! An Bord des Containerschiffs waren Möbel, Plastikartikel... Ist das eine Kardashian? Eine Menge verrücktes Zeug aus China und eine große Ladung Spielkonsolen für westliche Länder. 2019 hat das gleiche Schiff mit dem gleichen Kapitän bereits ein... Da waren die PlayStation 5. ...Fähre in Hamburg gerammt. Merkt euch das für später. Doch wie... Nicki Minaj, ja, Chat. Man kann nicht... Treibt man ein wahrscheinlich defektes 220.000 Tonnen Containerschiff mitten in der ägyptischen Wüste. Im Nachhinein wurden ein paar offizielle Ideen veröffentlicht, die die Ägypter hatten, um das Schiff zu befreien. Möglichkeit 1. Die Fracht entfernen und neben dem Kanal stapeln. Das Boot wird somit leichter und man kann es vom Sand wegziehen. Dauert aber zu lange und es waren nicht genug Hubschrauber verfügbar. Jede Minute 6 Millionen Dollar. Möglichkeit 2. Direkt das ganze Schiff mit Helikoptern hochheben und wegtragen lassen. Da hinten fliegt ein riesiges Schiff. Safe zu schwer. Guck mal. Ja, ja. Witzig. Ich wiederhole, 220.000 Tonnen. Möglichkeit 3. Auf beiden Seiten Bomben detonieren lassen und den Aufschwung der Wellen mit Ziehen an beiden Seiten kombinieren. Die Fracht würde eventuell zerstört werden oder das Schiff würde umkippen. Währenddessen erreichte die Nachricht vom Feststecken im Schiff auch das Internet. Und neben ziemlich vielen Parodien vom eigentlichen Schiff, also wirklich sehr, sehr vielen, kam das Internet auch auf einige glorreiche Ideen, wie man das Schiff dann befreien könnte. Wir nehmen einfach... das Schiff und schieben es woanders hin. Einfach einen neuen Kanal errichten. Zwei neue Kanäle errichten. Nein, wir bauen einfach eine Rampe für die anderen Schiffe. Digga, das Internet ist so geil bei sowas. Ganz viele Hunde, die den Sand in Lichtgeschwindigkeit wegbuddeln. Die neue Evergreen Brücke. Wir nehmen einfach Ballons. Guck mal dahin. Ja, ja. Lass. Einfach ein neues Schiff hinzufügen. Petition. Raketen, die das Schiff wegfliegen lassen. Einfach mit einem anderen Boot rammen. Wow. Cola und Mentos unter dem Schiff platzieren. Rico. Yeah! Alien-Technologie aus Area 51. Man entschied sich für einen Bagger. Also wirklich nur ein Bagger. Und als die ersten alten Leute diese Ideen sahen, konnten sie kaum damit abwarten, ihre Witze dazu beizutragen. Bruder, was zum Fick? Das Boot hat Corona. Und so arbeitete man die nächsten Tage daran, das Schiff zu ziehen, während man es Stück für Stück freischaufelte und in jeder Minute weitere Millionen Euro an Geldern draufging. Währenddessen ging die Geschichte überall in den Medien rum und diese waren sich selber nicht ganz einig, was denn der eigentliche Grund für den Crash war. Die Version von Evergreen selber. Der Wind war an dem Tag sehr stark und hat das 220.000 Tonnen Schiff zur Seite gelenkt. Der Kapitän hatte durch den starken Wind keine Kontrolle mehr und ist an die Seite gekracht.
Eine andere Version war, dass Sandstürme die Sicht versperrt haben und der Kapitän nichts mehr gesehen hat. Naja, Schiffe fahren auch bei Nebel, dafür ist immerhin ein Radar an Bord. Andere behaupten, das Schiff habe zufällig an Strom verloren und somit hatte auch das Steuer versagt. Reddit hatte währenddessen einen ganz anderen Ansatz. Und Leute auf 4chan behaupteten, dass dort offensichtlich Kinder in gewissen Menschenhandel-Containern transportiert werden, weil das Kennzeichen vom Schiff das gleiche ist wie die Initialien von Hillary Clinton. Andere Story. 5 Tage später und das Schiff steckte immer noch fest. Der einzelne Giga-Chat im Bagger, der im Durchschnitt 3 Stunden pro Nacht schlief, bekam ein bisschen Hilfe, auch wenn er laut eigener Aussage große Angst hatte, dass das Schiff jeden Moment auf ihn fallen könnte. Währenddessen konnte man im Lidl keine China-Nudeln mehr kaufen, der Aktien-Subreddit feilte an Strategien, um irgendwie von dem Boot zu profitieren und das Meme wurde weiterhin komplett ausgeschlachtet. Am 29. März stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie. Vollmond herrscht, das Wasser steigt an und somit entsteht auch eine besonders hohe Flut. Im selben Moment ziehen mutige Ägypter mit Hilfe von Booten an beiden Seiten des Schiffes und bringen es somit nach einer Woche Tortur auf eine Seite des Kanals. Und die Handelsroute war wieder frei. Das wurde daraufhin natürlich nicht wenig gefeiert und das Schiff wurde mit einem riesigen Walk of Shame am gleichen Tag noch in den nächstliegenden See gezogen, wo sich große Unternehmen dann Monate darum streiten sollten, wer wen verklagen darf. Die Ever Given wurde daraufhin eine Touristenattraktion. Leute bekamen super Ideen für das nächste Halloween-Kostüm, genauso wie für super lustige April-Scherze. Fun Fact, vor einem Monat ist noch ein Schiff an so gut wie der gleichen Stelle hängen geblieben. Es war nach 5 Stunden wieder frei. Stunks. Doch was genau ist jetzt eigentlich am 23. März wirklich passiert? Das Wetter an diesem Morgen war ziemlich schlecht. Der Wind war tatsächlich sehr stark und es war nicht ganz klar, ob das Schiff wirklich in den Suezkanal fahren sollte. Die Kanalbehörde hätte zu diesem Zeitpunkt eingreifen sollen, war aber wohl anderweitig beschäftigt. Und eine Sache müsst ihr wissen, so eine Fahrt macht schon mal 1 Milliardenwert an Umsatz. Für den indischen Kapitän aus eher ärmeren Verhältnissen ist solch eine Fahrt also ein ziemlich großes Geschäft. Und so entschied er sich trotz Wind mit wichtig dreifacher Geschwindigkeit als eigentlich vorgegeben, dem Wind entgegenzusteuern und in den Kanal zu fahren. Als sie merkten, dass sie schwankten, flogen arabische Beleidigungen hin und her und der Co-Kapitän drohte damit, dass wenn man das Schiff jetzt nicht sofort zum Bremsen bringen würde, er einfach von Bord springt. Doch da war es schon zu spät und das Schiff traf das Land. Doch die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, denn in diesem Jahr ist der gleiche Kapitän von der befahrbaren Zone abgekommen, auf Land gestoßen und stecken geblieben, mit einem weiteren Schaden in Millionenhöhe. Erst nach 1 Monat wurde es wieder befreit und der Kapitän segelte weiter umher. Und keiner weiß, was der nächste Schritt sein könnte vom mysteriösen Kamikaze-Kapitän. Digga. Sehr geiles Video. Kurz und knackig. Es sind ja jetzt mittlerweile 3 Schiffe schon stucken geblieben. Und ich glaube, der Captain, der sollte mal sich auf Alkohol oder so untersuchen lassen. I